das Ruhrgebiet und seine Imbisskultur. Ob die echt so legendär gut ist, testet heute Koch und YouTuber Mirko Reh. Currywurst, Pizza, Pommes, Gyros oder Döner. Die Auswahl ist groß, doch wie steht's mit der Qualität? Wie immer testet ihr die Adressen mit den schlechtesten Internetbewertungen undercover. Und damit man wieder alles sieht, werde ich mich natürlich präparieren, beziehungsweise bin ich präpariert, hier mit meiner sogenannten Bodycam. Und hier in der Brille habe ich natürlich auch eine Kamera. Auf geht's! Dann schauen wir mal nach unseren Bewertungen. Und da geht's gleich los mit der schlechteste Döner meines Lebens. Ein Kollege von mir hatte eine Plastikgabel im Döner. Nicht zu empfehlen. Hygiene steht ganz unten auf der Liste. Total ekelhaft. Freunde hatten danach eine Lebensmittelvergiftung. Drecksdöner. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, was ich da gegessen habe. So etwas kann man nur einen Besoffenen andrehen. Unfreundliches Personal und schlimmste Dönerbude überhaupt. Also die Kritiken sind hier echt gruselig. Mein Magen ist eigentlich nicht bereit, aber Attacke, los geht's. Und das mitten in Döner Dortmund. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ein Wunder, dass diese Bude hier überleben konnte. Der Laden hat nur 2,9 Sterne und besonders wird natürlich auch die Hygiene angezweifelt. Und darauf werde ich natürlich jetzt besonders achten. Die versteckten Kameras laufen. Auf geht's in die Dortmunder Fußgängerzone. Hallo. Ich hätte gerne Lammanschu mit Döner, Salat und Soße. Was haben Sie denn? Kalb bitte. Kalb bitte. Und eine Portion Pommes dazu, ja? Super. Hygiene ist natürlich immer ganz, ganz wichtig, weil man will sich ja in so einem Laden wohlfühlen. Und es war alles ordentlich. Es lag nichts darum, was da nicht hingehört. Die Oberflächen waren abgewischt. Es war ordentlich. Was wollen Sie haben? Ich weiß ja nicht, was Sie haben. Ich bin zum ersten Mal hier. Okay, also Chef? Nein. Cocktail? Oder? Was das? Ja, gerne. Cocktail auch schon. Gut. Zwiebeln ist gut, Rotkohl ist gut, Weißkraut ist gut. Super. Salat? Grünen Salat? Gerne. Wenn ich in einen neuen Laden komme, mache ich in Anführungszeichen auf dumm, weil ich möchte natürlich beraten werden. Ich möchte wissen, was machen die, wie stellen die das zusammen. Und deswegen wollte ich wissen, was sie haben. Und da hat er auch gleich drauf reagiert. Das war vorbildlich. Stimmt so. Danke. Danke, tschüss. Weg von der Haupteinkaufsmeile in eine ruhige Seitengasse. Und dort sagt Mirko Reh, was Sache ist. So, dann wollen wir mal testen. Mit der Bestellung hat ja alles geklappt, das war schon mal gut. Einer von euch muss mal bitte halten, dass ich mir den Ketchup da drauf machen kann. Dann wollen wir mal gleich die Pommes zu Anfang probieren, weil die sind immer empfindlich, was die Temperatur angeht. Pommes sind durch. Die sind garantiert vorfrittiert. Und die sind auch knusprig. Nicht überall ist das Salz dran gekommen. Das hätte man ein bisschen besser mischen können. Aber vom Geschmack her sind die in Ordnung. Klar, wenn die in so einer offenen Schale sind, werden die schnell kalt. Dann werden sie matschig, aber sind jetzt immer noch knusprig, also alles okay. Die Beilage passt. Gilt das auch für das Fladenbrot mit Hackfleisch?
Lamanchu, hier mit Dönerfleisch und verschiedenen Salaten. Knoblauchsoße. Von der Menge ist es okay, das wiegt schon was. Also da kann man eigentlich von satt werden. Ich habe genau drauf geachtet, eine Gabel hat er nicht mit reingerollt. Jetzt probiere ich mal das Fleisch einfach so. Eindeutig Kalbfleisch. Knusprig. Es ist gut gewürzt. Schmeckt eigentlich ganz gut. Also, dass das ekelhaft ist, so wie die Bewertung, kann ich jetzt absolut nicht sagen. Von außen der Teig war ein bisschen trocken, aber zusammen schmeckt das eigentlich relativ frisch. Der Salat ist knackig, schön fein geschnitten und von daher ist das schon so von der Komposition eigentlich ganz, ganz gut. Einzige, was mir aufgefallen ist und was ich furchtbar finde, ist, wenn das Fleisch schon geschnitten in der Schale liegt. Gut, die müssen, wenn viel Bewegung ist, müssen die Gas geben. Das ist der einzige Kritikpunkt, weil ansonsten hat es mir geschmeckt. Preis-Leistung ist gut, denn das Ding wiegt schon seine 450, 500 Gramm. Also das ist vollkommen in Ordnung. Mit den Pommes 9 Euro, da kann man nicht motzen. Dieses Mal kann ich die Internetkritiken nicht verstehen. Das Lob gibt Mirko Reh gern an den Betreiber weiter. Doch was ist der Grund für die vielen schlechten Bewertungen im Netz? Hallo. Hallo. Ich bin's nochmal. Ja. Ich bin Mirko Reh und bin Foodtester bei Kabel 1. Und ich habe euch heute getestet. Und ich komme immer aufgrund der Internetkritiken und ihr habt ganz miese Internetbewertungen. Koch und YouTuber Mirko Reh will wissen, ob die Imbisse im Ruhrgebiet wirklich so gut sind wie ihr Ruf. Oder eher so schlecht, wie die Nutzer im Internet schreiben. Die Kritiken beim ersten Dönerimbiss fielen mangelhaft aus. Und was sagt Mirko Reh jetzt dem Betreiber? Hallo. Ich bin's nochmal. Ja. Ich bin Mirko Reh und bin Foodtester bei Kabel 1. Und ich habe euch heute getestet. Und ich komme immer aufgrund der Internetkritiken. Und ihr habt ganz miese Internetbewertungen. Könnt ihr mir sagen, warum? Warum? Warum habt ihr ganz schlechte Bewertungen? Ich habe Lamanchu gegessen, habe das probiert. Das war super, das hat mir gut geschmeckt. Einziges, dass du mir aus der Schale gegeben hast und nicht frisch geschnitten hast. Das war der einzige Kritikpunkt. Ansonsten hat es gut geschmeckt, Pommes waren knusprig, war alles gut. Aber sag mir, warum habt ihr so miese Internetkritiken? Ein Stern, ein Stern, ein Stern, also ganz schlechte Kritiken. Wir machen immer unsere Sache sauber. Hier sieht's ja auch gut. Genau, ich habe die Saladette gesehen, das ist ja alles gut. Alles sauber vorbereitet und alles. Dürfen wir mal von da filmen oder von da filmen, ja? Weil das ist schon sehr merkwürdig, wenn dann sowas geschrieben wird, weil das sieht ja alles. Das sieht ja alles super aus. Genau. Ja. Selber alles vorbereiten. Aber meinst du, hier gibt es zu viele Konkurrenz? Ja. Ja, dass die Leute dann schreiben, hier, schreib mal, dass sie doof sind. Da hast du recht. Ja. Sind das Stammkunden? Nein. Nein? Ja. Darf ich euch mal fragen, ob es euch schmeckt? Sehr gut. So, also den Leuten schmeckt's. Und du hast nur 2,9 Punkte. Und das ist echt schlecht. Deswegen komme ich. Also, hast du recht. Viel konkret. Die anderen sind für junge Leute, da schreiben. Ja. Wichtig, schreiben. Dass jemand von euch schreibt auf die Kritiken. Weil wenn ihr so schlechte Kritiken habt, müsst ihr reagieren. Weil ich bin ja vom Fach und mir hat es ja geschmeckt. Den Mädels schmeckt es ja auch.
es gibt zu wenig gute Kritiken. Ihr müsst da ein bisschen was machen, dass ihr gute Kritiken bekommt, dass es hochgeht, ja? Alles klar. Ich danke, mir hat's geschmeckt. Toi, toi, toi und alles Gute. Gutes Essen, schlechte Internetbewertungen. Leider kein Einzelfall. Es erschreckt mich immer wieder, dass es so viele schlechte Kritiken gibt und dass manche Läden kaputt geschrieben werden, obwohl es eigentlich gut ist. Ich denke, dass hier dieser Konkurrenzkampf einfach so unglaublich extrem ist, weil hier ist wirklich alle 2 Meter ist hier ein Dönerladen nebeneinander und dass dann gestichelt wird und da dann die schlechten Kritiken zustande kommen. Von Dortmund geht es in den Norden Essens. Hier liegt der nächste Testimbiss, diesmal mit griechischer Küche. Durchschnittsbewertung 3,0. Autsch. So, und dann schauen wir mal, wie die Kritiken sind. So. Oh, gleich als erstes, vor 2 Monaten geschrieben, Vorsicht, Betrug. Kyros vom Griechen schmeckt nach nix, alles vorgeschnitten, alles kalt, nicht empfehlenswert. 0 Sterne, eher -5. Unfreundliche Bedienung. Hauptsache der Gast geht schnell raus. Wünsche werden ignoriert. Ich war einfach nur enttäuscht. Miesester Grieche überhaupt. Kyros schmeckt nach eingeschlafenen Füßen. Was mein Magen da wieder erwartet. Eieieiei, dass ich das auch immer noch mache. Unglaublich, unglaublich. Also Augen zu und durch. Leider auch für unsere Kameras, denn das Feedback stieß auf wenig Verständnis. Aber dazu später mehr. Guten Tag. Ich hätte gern den Kyros-Teller spezial zum Mitnehmen, bitte. Man merkte schon, die Bude ist halt relativ alt. Und die beiden, die hinter der Theke standen, kamen mir auch nicht motiviert vor. Er guckte alle 5 Minuten auf die Uhr, so nach dem Motto, hoffentlich ist es bald vorbei, hoffentlich ist es bald vorbei. Gyros mit Pommes für 11,90 Euro. Die Überraschung, wollte man Ketchup obendrauf, kostet das 70 Cent extra. Allein das schlägt Mirko Reh auf den Magen. Das passt ja jetzt. Das war ganz großes Tennis. Diese Freude beim Zubereiten, dieses Portionieren auf den Teller, Glatschen. Da merkt man so die Liebe am Produkt. Gruselig, echt gruselig. Aber vielleicht schmeckt es ja trotzdem. Schauen wir es uns mal an. Mein erster optischer Eindruck ist, appetitlich sieht anders aus. So, probieren wir uns mal durch. Mal das Fleisch ohne Tzatziki. Die typischen Tzatziki-Gewürze sind zwar dran, aber es schmeckt fad. Also Salz fehlt komplett, Pfeffer fehlt komplett. Und das Fleisch ist relativ trocken. Nicht wundern, dass ich so drin rumstochere. Aber die Zwiebeln zumindest beim Tzatziki sehen frisch aus. Tzatziki könnte frisch sein. Die Portionsgröße vom Fleisch finde ich okay. Also da haben sie sich ja nicht lumpen lassen. Man sieht auch richtig, dass das Fleisch aufgeschichtet worden ist. Also das ist in Ordnung, aber das Fleisch ist halt trocken. So, Pommes. Das bisschen Ketchup 70 Cent sollte er sich echt schämen für. Bei den Pommes fehlt jeglicher Geschmack, kein Salz, kein gar nichts. Das ist ja eklig. Das ist ja furchtbar. Mit den Pommes, da haben sie sich jetzt keinen großen Gefallen getan, was den Geschmack angeht. Also, das ist ein Essen, was ich im Restaurant definitiv zurückgehen lasse. Pommes ohne Geschmack, Fleisch ohne Geschmack. Also das ist nicht mein Fall. Absolut nicht mein Fall. Die Online-Kritiken haben insoweit recht, dass es geschmacklich sehr fad ist.
Manche haben ja geschrieben, ekelerregend. Das stimmt natürlich nicht. Man kann das schon essen. Mit den nötigen Gewürzen kriegt man das schon hin. Aber es ist halt wirklich nichts Berühmtes. Und das gebe ich auf jeden Fall zurück. Doch nach einigen Minuten der Diskussion die Ernüchterung. Der Imbissbesitzer lebt offenbar lieber mit den schlechten Bewertungen im Netz, als sich konstruktive Kritik anzuhören. Er wollte partout nicht, dass sein Laden gezeigt wird. Wie kann man nur so uneinsichtig sein und so auf gar nichts reagieren? Er hat nicht probiert und hat alles versucht, schön zu reden. Aber mit einem trockenen Kyros, was nicht gewürzt ist, mit einer Pommes, die ungesalzen ist, da kann man heutzutage keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und deswegen kann ich zum Teil natürlich die Kritiken aus dem Internet verstehen. Das war ein Reinfall. Und dafür gäbe es von mir keinen Stern, aber man muss ja einen Stern geben. Von daher ein Stern, aber auch nicht mehr. Null, nada, eigentlich gar nichts. Nach dieser echten Enttäuschung das Fazit. Das war mein Imbiss-Report sozusagen hier aus dem schönen Ruhrpott. Einmal war es super, hat geschmeckt. Alles gut, einmal war es echt gruselig und auch keine Einsicht. Also Internetkritiken checken und selber probieren. Das war's von mir. Ciao. Ich grüße euch YouTube. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und möchte euch nur wissen lassen, hier geht's zum nächsten Video von Achtung Kontrolle. Und hier könnt ihr den Achtung Kontrolle YouTube-Kanal auch abonnieren. Und hier könnt ihr alle Folgen Achtung Kontrolle auch auf Join ansehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Tschüss.